Es ist überfällig, dass die EU-Kommission eine Strategie zur Klimaanpassung und zur Begegnung der überlebensbedrohlichen Risiken vorstellt. Deswegen will ich das ausdrücklich loben. Es stellen sich aber Fragen. Erste Frage an die Kommission. Warum haben denn diese Risiken im Impact Assessment für die Klimaziele offenbar keine Rolle gespielt? Denn 55% Emissionsreduktion bis 2030 reichen ja nicht, um die 1,5-Grad-Grenze einzuhalten. Zweite Frage an die EVP. Der Bericht der Europäischen Umweltagentur macht ja deutlich, dass unsere Ökosysteme durch die Klimaveränderungen massiv gefährdet sind, aber gleichzeitig sind sie unsere besten Verbündeten zum Schutz vor Hitze und Überflutungen. Und vor 2 Wochen wollten Sie das Gesetz zur Rettung der Natur scheitern lassen und laut Ihrem Europawahlprogramm wollen Sie Natura 2000 am liebsten abschaffen. Wie passt das zusammen? Und dritte Frage an Frau von der Leyen, die leider nicht hier ist. Sie sind angetreten mit dem Versprechen, Europa klimaneutral machen zu wollen, alle Bereiche der Wirtschaft auf Nachhaltigkeit auszurichten. 5 Jahre später will Ihre eigene Partei den Green Deal absägen. Sie stehen lächelnd daneben, während uns die Zeit davonläuft. Was sollen wir davon halten? Vielen Dank.